Hallo und ich begrüße euch heute mal zu einem etwas anderen Video, was ihr vielleicht auf diesem Kanal nicht so wirklich kennt. Wie ihr gerade im Hintergrund sehen könnt, handelt sich es als andere und da steht es auch gleich schon Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch. Ja, warum habe ich diesen Titel jetzt eigentlich eingelegt oder warum besitze ich eine Switch? Mir wurde es sehr stark empfohlen, einmal Mario Kart zu spielen, auszuprobieren. Es soll viel Spaß machen. Und ich glaube, mein letztes Mario Kart war auf der N64, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe bis jetzt eigentlich nur die ganzen Grand Prix gemacht, natürlich im Solo, dass ich mir erstmal ein bisschen einspielen kann. Ihr seht, ein bisschen viel gemacht. Ja, stimmt allerdings. Und jetzt würde ich halt wirklich einfach nur euch mal mitnehmen, wie jemand das erste Mal online spielt. Und seien wir doch mal ehrlich, wenn einer total durchgereicht wird, es gibt doch nichts Amüsanteres, als sich an dem Leid der anderen zu ergötzen. Wie man so schön sagt. Also gehen wir doch gleich in den Online-Modus. Und würde ich sagen, suchen wir etwas global. Und zwar in dem Rennmodus, da der Schlachtmodus mir wirklich nicht so wirklich zusagt. So, als Charakter habe ich eigentlich, also ich spiele persönlich gerne mit dem Tanugi, mit Metal Mario und mit hier, mit den Kleinen, mit Bowser Jr. Ich starte aber jetzt mit Bowser Jr. Wie ihr sehen könnt, habe ich gespiegelt geschafft. Das ist ja die Voraussetzung, dass wir das Goldcard bekommen. Aber das Goldcard eigentlich extrem kranke Werte hat, also finde ich zum Beispiel, wird man es ja erstmal später nehmen. Ich weiß nicht, wie die Gegner jetzt eskalieren werden im Internet, deswegen gehen wir back to the roots und fangen an mit einem Standardfahrzeug, mit Slicks und mit dem Bowser Fallschirm. Ah, leider müssen wir erst einmal zuschauen, wie sich andere schlagen. 1, 2, 3, 4, 5 Japaner. Ja, die Punkteverteilung hält sich noch in Grenzen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. So sieht es aus, wenn ein Bild steht. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich im Rennen drinne bin. Oder das Rennen ist sofort zu Ende. Das ist auch eine Methode. So, was nehmen wir denn? Ah, ich muss sagen, ich bin wirklich Wario. Abfahrt ist wirklich nice. Richtig nice. Um nochmal zu sehen, ich bin das kleine rote Männchen mit der roten Mütze und dem männlichen, stacheligen Bart. Oh, ich springe einige ab. Hallo, hallo. Na, kann ich auch irgendwas sagen? Schauen wir doch mal. Komm, wir wünschen allen viel Glück. Wir wollen, dass es ein spannendes Rennen wird. Bitte warte, bis jeder eine Auswahl getroffen hat. Also würde ich sagen, wir sehen uns, wenn das Spiel beginnt. So, und ich begrüße euch wieder herzlich zurück. Leider wurde es nicht die meine Lieblingsmap bis jetzt mit Warios Abfahrt. Leider wurde es hier so eine komische, seltsame. Oh, kein Geschenk, ja, läuft super. Ui, okay. Ja, ich glaube, ihr werdet gleich einmal sehen, wie man nicht spielen sollte. Schön den Bus mitgenommen, wie soll es denn auch anders sein? Aber mir fällt gerade auf, wenn ich hier gerade bin, kann ich eigentlich euch mit die beste Abkürzung in dem Game, also die ich bis jetzt mitbekommen habe, zeigen. Ich kann sie zwar noch nicht so gut nehmen. Wow. Wie manch andere, aber was soll's. Komm, bekommen wir noch was Gutes? Was Gutes, meinte ich. Hey, keine rote Mensch.
Ja, ist okay. Noch eine. Ah, der hat einen Abgang erstmal gemacht. Sauber. Und schon wieder eine rote. Ah, gut, die war nett für mich. So, schön rum. Was für ein Bubble. Was keiner von hinten kommen kann. Ihr wisst, wie es ist. Die Abkürzung, die ich halt gemeint habe, war die, wo mir halt, naja, so extrem jetzt nach unten gefallen sind. Ich glaube, danach habe ich sogar in Pilz gestartet, wie ihr sehen konntet. Oh, gleich noch was für ein Popo. Ihr seht immer schön diese. Komm. Yes. Hätten wir. Kost vergessen. Oha. Oh, was machst denn du? Oh, ey. Die war eigentlich für den ersten bestimmt, du. Mir wurde auch gesagt, dass die Doppelgeschenke jetzt neu in Mario Kart 8 sind. Wie es aussieht, hat man... Wow, ihr macht halt erstmal einen Abgang. Ist okay. Und wir sichern uns Platz Nummer 1. Ah, schön auf dem grünen Pfad bleiben. Hoffentlich können wir uns einen größeren Abstand sichern. Nein, so leicht bekommt ihr uns nicht. Ah, Mist, geklaut. So, hoffen wir noch auf was Gutes. Ah, Münze, aber Banane ist gut für den Papa. Ey, könnte das die Möglichkeit sein? Geil! Erstes Rennen und wir haben gleich mal den ersten Platz gemacht online. Mm, das schmeckt, das schmeckt, das schmeckt. Ah, die brauchen wir ganz schön lange, bis wir alle im Ziel sind. Oh, und mal halt gleich mal 20 Punkte. Wir sind aber auch nur momentan 7 Spieler. Also würde ich sagen, wir haben noch genug Zeit. Ab zum nächsten Rennen. So, neue Runde. Und wie es so schön heißt, schönes Glück oder neues Glück. Es ist die Flughafen-Map geworden, die, ja, würde ich mal sagen, sehr hitzig werden kann. Wow. Gleich am Anfang gleich erster, das ist schön. Komm, ich brauche es für ein Popo. Ah, Minze bringt mir da leider nicht so viel. Auf jeden Fall, ja, erstmal eine rote reingedrückt bekommen. Ist sehr zuvorkommend von euch. Leider, Na, so sollte man das natürlich nicht machen. Was ich eigentlich noch erwähnen wollte, ich wäre sehr glücklich über ein paar Freundeseinladungen. Obwohl es bestimmt noch nicht so viele Leute gibt, die Switch besitzen. Aber ich muss sagen, das Spiel hat echt Charakter. Wenn man so sagen kann. Oh, und der hat eine Hupe oder was? Ah, Kurve nicht so schlau genommen. Ah. Komm, brauchen wir was Mächtigen. Eine Münze. Ehrlich. Ah, mal gucken, ob ich denn jetzt überhaupt noch schaffe, den zu überholen. Komm, was Unfaires. Was Unfaires. Da krieg ich Bananen. Ja, über Freundschaftsanfragen bin ich halt wie gesagt glücklich, da man ja im Endeffekt immer besser werden will. Und wie geht das besser als einem, ja, oder so. Und einem, bei einem Gegner das zu machen, den man kennt. Komm. Oh, oh, das trifft man. Ach, Mann. Schade. Oh, wieder. Also drei rote, die hätten mir besser geschmeckt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Oh yeah. Oh Gott, nee, der hat ja. Der hatte ja eine Hupe. Gott, wo ist denn der? Wo ist denn der? Egal, bevor jetzt. Noch eine Banane oder sowas kriegt, lieber mal abschießen. Komm, noch was, da vorne ist er. Los, die rote, die trifft noch. Ah, das war, glaube ich, zu spät. Ah, schade, aber mit dem zweiten Platz geben wir uns doch auch gerne zufrieden.
Ja, wie gesagt, der Part ging jetzt zwar nicht so lang wie übliche Videos von mir, aber auf jeden Fall, ich muss euch ehrlicherweise zugestehen, das Spiel macht wirklich richtig Spaß. Da es jetzt viel mit Erklärungsnot und mit den ganzen Sachen zu tun hatte. Waren es leider nur 2 Rennen, aber das Stage mal sagen, macht nichts. Im nächsten Part würde ich sagen, sehen wir uns auch wieder. Und zwar würde ich da sagen, versuchen wir mal 3 Rennen am Stück zu fahren. Mal gucken, wie es, was die Zeit so erlaubt, was für Strecken dabei rauskommen. Und wie gesagt, wenn mir jemand eine Freundschaftseinladung schicken mag oder möchte, ich werde sie wahrscheinlich, eher gesagt, sowieso annehmen und vielleicht entwickelt sich da auch wieder ein besseres Fahren oder ein größerer Hype für das Game. Also wie gesagt, es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt und jetzt würde ich sagen, bis später und ciao, ciao.